So muss das. Beetroot, Karotten, Wheat Seeds, Potato. Na schön. Die haben so viel Wheat hier. Unglaublich, meine Herren. Unglaublich, meine Damen und Herren. So. Jo, ich mach mich da mal. Wenn ich genug angepflanzt habe, komme ich auch wieder zurück. Und wenn ich einiges an Erdeüberschuss habe, dann komme ich auch zurück. Das Dorf begradigen. Das wäre eigentlich auch ein hübsches Projekt. Das Dorf begradigen. Das wäre zwar irgendwie quasi eine Sinnlosarbeit, aber es würde die Umgebung verschönern. Okay, wir haben ein halbes Feld. Oder ich mache 1, 2, 3. Nee, das kommt ja nicht hin. Extra Feld für Karotten? Die guten Karotten. Nee, machen wir. Hä? Oh. Ah, da war's auch schon mit den Kartoffels. So. Lass ich da frei, weil da soll da eine Kartoffel hin. Und jetzt wachset! Wachset! Ach, sieht das schön aus. Ja, Mensch, Sweet, du kannst dich auch mal ein bisschen beeilen. Hier mal ein bisschen schneller wachsen und so. Vor allem mal ein bisschen gleichmäßig wachsen. Inventar ist Platz. Will ich mal wieder ein bisschen Zuckerrohr ernten. Was sind das zum Geier immer für Geräusche, ey? So, jetzt einfach mal hier hinsetzen und warten, bis es fertig gewachsen ist. Ah, ne. Okay. Wir haben den ganzen Lame. Jetzt muss ich mir aber überlegen, was habe ich denn mit den ganzen Öfen gemacht? Meine vier Öfen, die habe ich ja da abgebaut. Ach ja, einer hier und einen habe ich oben. Aber die habe ich noch gar nicht wieder aufgestellt. Ich hätte eine Idee, ich muss mir nur gerade überlegen. Ich brauche Cobblestone. Ich hab gerade so eine Idee. Eine Idee habe ich, eine richtig tufte Idee. Ich muss nur überlegen, wie ich das dann baue. Und meine Idee, die Idee ist diese Idee, der Gedanke der Idee, das ist eine Schmelzhütte. Halt. Du und ach, hier nehmen wir beide mit. Eine wundertolle, trollige Schmelzhütte.
Ah, genau. Gott sagen, irgendwo hat die doch noch welche. Eisensamen. Weed. Was ist das? Sugarcane. So. Jetzt noch ein Brötchen. Obwohl, wenn wir schon mal Karotten haben. Ist nur die Frage, wie und wo? Direkt hier nehmen wir doch eigentlich. Ja, genau. Wenn es so klappt, wie ich es mir denke, in meinen Gedanken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ich hätte halt gerne. In so einer Pule hier drin. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf den Gedanken komme, dass es in einer Kuhle drin stimmen muss, aber der Gedanke gefällt mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halt! Ja. Dann diesen hier. Er hatte Bums gemacht und keine weitere Schaufel da. Ach, was ist es denn? Hab ich Stöcker? Nein, hab ich auch nicht dabei. Da. So. Immer diese Server-Glitches. Halt, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ja, genau, das passt. Den hier. Ich brauche noch mehr. Eins, zwei, drei. Vier. Geht das nicht? Sekunde. Na bitte.
Jetzt flug zurück zum Bett. Nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Hilfe! 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 Der kopflose Nick? Was machst du denn hier? Creeper? Keine? Okay. Schock fürs Leben. Guten Morgen, Versicherungsvertreter. Ich hoffe doch, euch ist warm. Hab ich da was? Ja. Ich hab schon gefürchtet, das ist ein Creeper. Lol. Enderman. Nein, komm her. Ich will doch deine Enderperle. Ich weiß, dass du Enderperlen droppst. Komm her. Nein, ich abhauen. Ich abhauen. Ich brauche einen Bogen auf Reserve. Auf der Hand. Und weniger hohes Gras. Hallo Schweinchen. Nein, 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 nein! Oh, Arschloch! Ratte! Verprügelst du dich mit einem und dann kommt der hier von der Seite, voll unfair. Rote Karte. Gib es doch nicht. Die ganze Gegend ausleuchten hier auf ausleuchten auf 300 Biome. Oh, Quatsch. Was würde ich denn jetzt machen? Den hier. Komm her. Es würde so ein bisschen aussehen wie diese Ruine, was ich da gefunden hatte. Halt! Du kommst da nicht dran. Oh, warte mal. Ich hab doch noch... Ich hatte da doch. Wo habe ich denn die hingetan? Die Mauern. Hier. Ah, nur 4 Stück. Muss ich Kobbel ernten gehen? Ja, ist es denn? Oh, vielleicht reichen die 10 für den Anfang.
So, hopp. Stimmt. Den in der Mitte weglassen. Oh! Ach, doof, dass man da keine Unterbrechung oder irgendwie sowas schaffen kann. Einfach nur eine Mauer, die hochgeht. Wie make ich denn das mal? Wie make ich denn das mal? Aber der Ansatz gefällt mir. Jetzt nur noch, ich hätte halt so gern wie so einen richtigen Schornstein. Die hier nehmen? Ach, Sekunde, ich muss das weg. Sekunde, ich habe eine andere Idee. Erstmal die Teile einsammeln. Ich hab doch da noch. Den Lehm, die Ziegel, die Lehmziegel. Wo habe ich den getan? Hier. Damit. Nee. So. Oh, nicht ganz wie gewollt, aber passt schon. Ah, komm schon. Das kann ich so machen. Kann ich damit auch so eine Dinger machen? Ja. Dabei wollte ich die für das Dach verwenden. Jetzt verbrate ich die alle. Ich nehme mal den einen ab. So ein richtig schöner Farbkontrast. Ach, komm schon. Ja, ne? Noch einen oben drauf setzen? Und wenn ich das da... Oh. Hat was, oder? Nee, das in der Mitte nehmen wir weg. Genau. Dann muss ich Kobbelform gehen, ey. Unglaublich. Kobbelform. Eigentlich unglaublich. Unglaublich. Oh.
was tut man nicht alles? Man geht bald schlafen, weil es dunkel wird. Die Samen hoch. Korken auch mit hier rein erstmal. Erde. Hab ich in die Kohle gelassen? Holy Macaroni. Ich brauch mal eine ganze Folge lang, nur um diese ganzen Kisten hier mal zu beschildern, ey. Ich hatte doch einiges an Kohle. Egal, warte mal, ich mach, tu die einfach hier schon mal mit rein. Kohle hole ich dann nachher. Oh. Ein Fehler in der Matrix. Ich hab nur zwei Spitzhacken. Ja gut, damit kriegt man einiges an Stein weg. Hier rein. Wenn ja gut, ich habe viel Kohle verbraucht, um die Steine zu braten. Naja. Eisen habe ich jetzt kein. Ach, egal. Gehen wir nochmal flugs hin. Gute Nacht, Lords und Ladies. Jo. Ja, flink nochmal zum Ei. Es wächst. Sehr schön. Dann gehe ich in irgendeiner Höhle oder. Nee, ich gehe in die Dingenshöhle. Da, was ich da angefangen hatte. Eine Trillion Baustellen. Das Lagerhaus, die Kohlehütte. Da gebe ich. Weil ich bei der Monsterfalle halt noch echt unsicher bin, wie ich das machen will. Da müsste ich vielleicht doch im Creative-Modus mal experimentieren. Ach komm, machen wir auf Viere. Und noch eine Axt. Dann haben wir sie gleich. Rüstung geht auch noch. Ich höre ihn, den Skelettmann. Halt, da ist der Eingang. Oder besser gesagt, die Treppe zur Finsternis. Die Höhle beim Dorf da hinten, wo ich mal hin wollte. Ich könnte ja auch einfach sagen, das Dorf liegt in diese Richtung da. Ich grab mich da einfach hin. Auf Höhe 23. So, Höhe 16. Höhe Lava.
Ja, hier fangen wir an. Oh. Lava bringt Licht. Lava ist Freude. Lava ist dein Freund. Oh. Ich hab hier gleich noch ein bisschen Eisen mitgenommen. Oh, das ist ja viel größer als gedacht. Oh. Muss ich mich erstmal drum rumgraben. Wenn jetzt ein Creeper kommt, ey, oh, das wäre so unpraktisch. Aber richtig unpraktisch. Ich nehme mal die Ecke hier weg. Den Kobbel will ich ja eh haben. Bloß nicht runtergucken. Ja. Oh. War ich da schon? Nee, das ist das Lava. Der Boden ist Lava. An mich. Und den Redstone auch. Und da ist gleich die erste Hacke weg.